Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. So, wandern wir direkt freudig drauf los und sammeln hier die Muni noch schnell ein. Bam! Hier hinten fand ich das eigentlich ganz gut. Sehr gut. Okay, der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Haben wir schon? Das war ja jetzt einfach. Da fühle ich mich verarscht. Krass. Nee, irgendwas ist hier noch. Weil da vorne ist auch ein Lagerfeuer. Also irgendwer... Ich weiß nicht wer. Oder auch nicht. Aber oh, und schießt aber keiner, oder? Ah ne, es zählt sie auch wieder. Ja, gut, okay. Granaten waren voll. Ja, ich kann mich hinsetzen. Gut. Dann wollen wir mal die Schrotflinte. Haben wir jetzt. Oh, wartet mal eben. Oh mein Gott. So, sorry. Muss ich mich mal kurz irgendwie seltsam bücken. Erstmal Fähigkeiten. Können wir da das letzte jetzt machen? Nein, können wir immer noch nicht. Ich weiß es auch nicht, wann ich das... Ist auch egal. So, Plünderung finden Sie bei Toten, wenn versteckte Taschen und so, sich Munition zu erhalten. Finde ich gut, machen wir. Achso, jetzt habe ich das reingeschaltet. Das ist doch. Das ist doch fies. So, wir haben 774 Punkte und erstmal können wir das... Hä? Ja. Wir können hier immer noch nichts machen. Das haben wir auch auf 100. Also die Schrotflinte, die machen wir jetzt erstmal. Voll... Also gar nicht, das ist doch die Schrotflinte. Sieht man sie so aus. Okay, also wir können... Brandmunition, modifizierte Laufspitze, die Projektile mit einer entzündlichen Substanz drängt. Es fügt endlich eine Feuermodus hinzu, mit welchen eine größere Reichweite erzielt. Das ist natürlich nice. Patronen müssen nicht mehr eins. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir, weil dieses einzelne Nachladen ist echt ätzend. Erhöht die Schuss. Mit der Reichweite gefällt mir ja persönlich am besten noch. Das war dann halt schon. Dass wir mehrere, also eine höhere Reichweite haben. Gut, dann alles andere haben wir ja soweit. Nur bei der fehlt uns jetzt noch 3 Punkte. Alles andere müssen wir finden. Okay. Wie gesagt, Granaten sind voll. Dann, die habe ich ausgeraubt. Dann wollen wir mal hoch. Ich hoffe, gleich kommt nicht das, was ich vorhin gesagt hatte. Also in der letzten Folge. Das mit dem Haus. Das ist mich auch... ich bin froh, wenn ich es geschafft habe. Aber das ist auch nochmal so eine Sache. Wo ich damals echt verzweifelt bin. Beim ersten Durchlauf. Beim ersten Mal spielen schon. Beim ersten Mal, als ich das Display aufgenommen hatte. Und ich werde wahrscheinlich auch gleich elendig daran... verzweifeln. Ist das jetzt hier schon? Bleib weg von mir! Komm mit uns. Ich glaube, noch ist es nicht. Oder? Hier ist ein Grab. Es hat gerade so geklingelt, als wäre hier ein Grab. Kann ich... Oh, man kann nie genug Munition haben, Lara.
Mal schön die Granaten mit. Ach doch, es ist das hier schon. Kann ich wieder. Cool. Gut. Das ist da unten das mit dem Haus. Das ist nachher. Ich werde so ausrasten. Das ist hier erstmal Ruhe. Jetzt gehe ich mal bis hier runter. Jetzt kommen nämlich die nächsten. Ich meine, auch von rechts kommen gleich welche, ja. Fuck. Wow. Ich werf die Granaten dann immer blind durch die Gegend. Sichern können die anscheinend auch. Bah! Das ist so ein Arsch. Wo sind die? Ich sehe die nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade getroffen habe. Ich hoffe, ich habe irgendwas getroffen. Da oben ist noch einer. Ausweichen, 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 ausweichen. Das Feuer bringt einen auch echt um. Der lebt immer noch. Der auf dem Balkon lebt. Lebt immer noch. Ich glaube, ich krieg ihn aber von hinten am besten. Geh aus, Feuer. Na komm. Mann. Wo ist der? Da. Na komm hoch. Weg, 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 weg. Gehen wir mal wieder nach hinten. Da. Da kommt aber nachher noch mal einer. So ein größerer, also mit so einer Rüstung. Meine ich zumindest. Okay. Das ist nice. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Anscheinend nicht. Naja, anscheinend echt nicht. Das ist kacke. Halt. Nee, Granaten sind voll, aber hier vielleicht noch. Ich glaube, da sind wir jetzt auch voll. Ist hier noch jemand? Okay, lag da noch jemand. Das wird das Geld klauen, ne? Hier liegt nichts. Gucken, gucken, gucken. Ich glaube, hier kommen dann die nächsten. Sie ist da unten. Versucht, freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch Leute kommen. Ich glaube nicht. Ich muss mich hier wieder von Deckung zu Deckung schleichen. Lara, da hinten ist einer. Ey, das schaffe ich nicht.
nicht, dass der auf uns schießt. Ich muss kurz. Er ist tot, okay. Eieieiei, was war das denn? Da oben ist noch einer. Ich justiere mich erst ein bisschen. Ah, hier ist Feuer. Ich stehe gerade im Feuer. Der Arsch hat tatsächlich Feuerpfeile. Der ist tot. Er lebt noch. Oh, ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Runter. Ah. Mann. Ich bin fast tot. Ich muss warten. Ich muss warten, bis die Blutspritzer weg sind. Er ist weg. Mann, nervt mich das alles hier. Weil das hier müssen wir nämlich hin. Und da wollte ich jetzt nicht da oben sein, wenn die... wenn denen seine Leute da stehen. Oh, fuck. Der ist tot, denke ich. Ich muss in der, ich warte die nächste Feuerpause ab. Ich glaube, der wartet auch auf mich. Okay, dann schnell. Eieieiei. Habe ich ihn jetzt ausgeraubt? Ja. Granaten. Oh, ich hab... Da muss... Nee, hä? Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich muss doch... Ach so, wartet mal. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. So. So war es gedacht. Jetzt ist das nämlich... Lara! Kletter rüber! Na los! Lauf, da war noch Muni. Ich komm nach. Und Sam, steigt nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Okay. Die kann ich nicht mehr mitnehmen. Das ist traurig. Da möchte ich nicht hoch. Hier muss ich hoch. Dann kommen sie aus dem Lager. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal versuchen zu entkommen. Granaten nehme ich gerne mit. Ach, guck mal, ich muss trotzdem hier hoch. So, hüps. Wo sind wir jetzt? Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das echt auf Anhieb schaffe. Ich bin damals... Oh nein. Du Arsch. Muss ich das nicht anzünden? Ich dachte, ich muss es entzünden, weil da Tücher dran hängen. Habe ich mich vertan? Scheiße. Achso, rechts, okay. Wirfte da einfach so eine Granate rein. Oh nein. Überqueren Sie die Brücke. Liebend gerne. Jetzt können wir auf den normalen Weg nehmen. Und wieder Ihre erste Runde. Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Das ist scheiße. Falsch rumlaufen. Uäh. Ich könnte das nicht, ne? Wow,
mein Gott, oh 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 mein Gott. Wir werden beschossen. Warte, die Stürme. Es ist zu gefährlich. Verdammt. Ja, da ist Dynamit, Lara. Bitte, bitte flüchte hier. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich denke mal hier lang. Ist immer schön, wenn alles weiß gekennzeichnet ist. Oh mein Gott. Kletter, kletter. Was war das mit dem Zaun da gerade? Kletter einfach. Ah! Ach du Scheiße. Nu? Ach, erzähl. Schön, dass die Kiste da zufällig gerade hängt. Komm hoch, 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 hoch. Mein Gott. Rauf, 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 rauf. Oh, selbst der Stein, der bricht. Du Scheiße. Spring, Lara, spring. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kletter. Der ganze Palast steht in Flammen, ey. Ra! Ra! Wo bist du? Ich bin hier. Na los, spring! Lander zu springen kann es gar nicht sein. Lara, nimm meine Hand! So geht's. Rohr, wir müssen landen. Wir müssen landen oder der Sturm bringt uns zum Absturz. Wir können nicht weg. Zurücklassen! Wir müssen landen! Eine Chance! Zieh mal nach draußen! Wir können sie nicht zurücklassen! Ich habe es kaum bis hierher geschafft! Runter! Er fängt auseinander! Na los! Scheiße! Sie sind verrückt! Nein!
Oh. Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Croft. Nein. Nein. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, Ihr okay? versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Ich werde jetzt nicht mehr viel sagen, außer danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.